erstmal muss ich sagen, dass die Jungs haben heute wirklich 60 Minuten richtige Einstellung gehabt von Anfang an. Wir wussten, was wir hier also erwarten können. Eine super Truppe. Mit viel Respekt sind wir in dieses Spiel reingekommen. Anhalt Bernburg macht durchschnittlich, also über 30 Tore, sehr gefährliche Rückraumlinie mit Gürgic, Kolak, Schimic, dann Richter rechts außen, der Torschütze Koenig, also gute Zusammenarbeit mit Kreis auch. Und wir wussten, dass das wird ein hartes Stück Arbeit sein. Und das konnte man auch sehen in der Anfangsphase. Wir waren auch ein bisschen kopflos dort im Angriff. Natürlich, der Torhüter hat auch einige überragende Parade, wo wir eigentlich eine gute Chance ausgespielt haben. Aber Richtung Ende erster Halbzeit, wir haben das in den Griff genommen. Und wie gesagt, durch 60 Minuten Abwehrstand sehr gut mit verschiedenen Formationen. Und dann wir haben versucht, auch einige Spieler reinzubringen, die normalerweise entweder kommen aus langen Verletzungen oder die spielen mit unserer dritten Mannschaft. Und am Ende, wir sind glücklich, wirklich. Also hier zu gewinnen ist nicht einfach. Und wie gesagt, wir schätzen die sehr, sehr viel. Und wir werden unser also Rückspiel zu Hause mit wirklich viel Respekt da auch wiederkommen. Ja, es ist natürlich enttäuschend, in der Deutlichkeit verloren zu haben, dass Finnos die bessere Mannschaft ist. Das steht außer Frage, aber wir wollten uns schon zu Hause etwas besser präsentieren. Allerdings haben wir in der ersten Halbzeit im Angriff völlig fahrig gespielt, zu schnell die Abschlüsse genommen. Und dann kommst du gegen so eine gute Abwehr überhaupt nicht ins Spiel. Und Glückwunsch nach Finnos, völlig verdient. Viel Erfolg wünsche ich der Mannschaft noch weiterhin. Und wir müssen schnell in die Spur kommen, denn am Freitag geht es weiter gegen die Youngsters.